Hallo und herzlich willkommen zu den Hamburg 1 Kinotipps. Schauen wir uns doch einmal an, was diese Woche in den Lichtspielhäusern startet. Seit fast 80 Jahren begeistern uns die Geschichten um Collie-Hündin Lassie. Ob im Spielfilm oder als Serie, die einfache Geschichte über die Freundschaft zwischen Mensch und Hund, die jede Entfernung und jede Gefahr überwindet, ist universell und zeitlos. Lassie! Statt im beschaulichen England oder im rauen amerikanischen Westen spielt die Neuverfilmung Lassie eine abenteuerliche Reise nun in Süddeutschland. Eine Umgebung, an die man sich dank beschaulicher Naturaufnahmen schnell gewöhnt. Hol das Huhn. Komm, ich zeig's dir. Siehste, ist doch kinderleicht. Das Hundsviech ist morgen weg oder sie fliegen raus. Flo! Du darfst Lassie nicht wegbringen. Tut mir leid, Lassie. Heuschnupfen-Saison. Die Familie des jungen Florian darf in der neuen Wohnung keine Haustiere halten. Und so wird seine Hundedame Lassie bei einem Freund der Familie untergebracht. Durch einige unglückliche Zwischenfälle landet sie schließlich an der Nordsee und muss sich allein auf den beschwerlichen Heimweg machen. Und auch Florian reist aus, um Lassie zu suchen. Hast du das gehört? Das Bellen? Lassie! Für einen Lassie-Film gibt es tatsächlich viel zu wenig Lassie in dem Film. Neben den Eskapaden der Kinder und einigen etwas zu lang geratenen Handlungssträngen mit den Erwachsenen kommen die Abenteuer der titelgebenden Heldin leider viel zu kurz. Hier wurde auf jeden Fall sehr viel Potenzial verschenkt. Trotzdem ist Lassie eine abenteuerliche Reise ein guter und unterhaltsamer Kinderfilm. Es geht vordergründig um Tierliebe, Verantwortung und Familienwerte. Aber eigentlich doch nur darum, dass Hunde die besseren Menschen sind. Und ich habe für euch drei tolle Lassie-Fanpakete zu gewinnen. Bestehend aus jeweils einem Buch zum Film und zwei Freikarten. Wenn ihr das Paket gewinnen wollt, sagt mir doch einfach auf Facebook, welches euer Lieblingsfilmhund ist. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Mein Lieblingsfilmhund ist Benji. Und wenn ihr euch an den erinnert, dann seid ihr sehr alt. Wieder ein Horrorfilm, wieder eine Warnung von mir. Schaut euch bitte auf keinen Fall Fantasy Island an. Die sehr freie Adaption einer bizarren 70er-Jahre-TV-Serie trifft keinen richtigen Ton. Sie ist nicht spannend, sie ist nicht gruselig und sie ist längst nicht so bizarr, wie sie vorgibt zu sein. Tatsächlich ist sie nur langweilig und überflüssig. Ein isländischer Film lebt in der Regel von den knorrigen Menschen und den schroffen Landschaften. Und wir Filmkritiker sind gesetzlich dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass zwischen diesen beiden Motiven auch immer eine tiefe Verbindung liegt. Aber Spaß beiseite, denn Weißer, weißer Tag ist alles andere als lustig. Ich habe ihre Sachen gepackt. Ich konnte mich endlich dazu überwinden. Sie sind im Karton. Hast du Ingeborg hier betrogen? Ja, warum willst du das wissen? Ich hatte irgendwie immer wieder das Gefühl, dass sie etwas verheimlichte. Dass sie mir nicht alles sagte. In dem Drama verarbeitet ein Mann den Unfalltod seiner Ehefrau auf sehr eigene Weise. Er verschließt sich und lässt keine Gefühle nach außen dringen. Nicht einmal seine eigene Tochter kann ihn mehr erreichen. Allein seine Enkelin bringt etwas Freude in das triste Leben des alten Mannes. Opa, erzählst du mir eine Geschichte? Eine Geschichte? Eine schöne oder eine gruselige? Wissen Sie, wer Sie sind? Ich denke schon. Ich bin ein Mann. Weiter? Ein Vater? Ein Großvater?
Polizist? Ja, gut. Witwer. Als er herausfindet, dass seine Frau vor ihrem Tod eine Affäre hatte, zerbricht etwas in ihm. Und auf der Suche nach dem anderen Mann droht die Situation komplett außer Kontrolle zu geraten. Ich glaube, es würde helfen, wenn Sie versuchen, ein wenig nachsichtiger mit sich selbst zu sein. Ich habe Jassi schreien gehört. Wolltest du ihn umbringen? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, Sie gehen zu hart mit sich ins Gericht. Wenn wir jemanden wirklich lieben, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um diese Person nicht zu verletzen. Aufhören! Weißer, weißer Tag ist kein einfacher Film. Er ist sperrig und formal streng inszeniert, mit einem tollen Schauspieler, der den Zuschauer jedoch immer eine Armlänge von sich weghält. Wenn man sich jedoch auf die langsame, emotionale Reise mit der Hauptfigur einlässt, dann wird man mit tollen Bilderwelten und einer spannenden Auflösung belohnt. Ein hervorragender Film, zu sehen im Abaton, in der Koralle und im Zeise-Kino. Das war's mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, es war ein passender Film für euch dabei, denn eine Woche ohne Kino ist eine doofe Woche. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Film eurer Wahl und bis zum nächsten Mal.